Den hat wahrscheinlich fast jeder zu Hause. Kümmel. Manche kochen Pellkartoffeln mit ein bisschen Kümmel, andere tun ihn in Kohlgerichte oder backen Brot damit. Kümmel zählt zu den ältesten Gewürzpflanzen der Welt und hat viele positive Eigenschaften. Eigentlich wächst er nur in wärmeren Gebieten, wie zum Beispiel im Mittelmeerraum. Regional kaufen kann man Kümmel also bislang nicht. Aber es gibt einen Dithmarscher, der genau das ändern will. Früher, vor 150 Jahren, gab es ihn in jedem Dithmarscher Hausgarten. Kümmel. Hat er doch viele gute Eigenschaften, die bei Kohlgerichten von Vorteil sein können. Er will diese verloren gegangene Tradition wieder nach Hause holen und die Gewürzpflanze in großem Stil hier in Süderhastedt anbauen. Ich hatte es mir mal überlegt. Also in Dithmarsch ist ja das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet. Und Kohl und Kümmel, also Kümmel ist ja auch das Gewürz für Kohlgerichte. Also wenn Dithmarschen Kohl angebaut werden und Dithmarschen der Dithmarscher Kümmelschnaps hergestellt wird, dann wäre das dann eine logische Schlussfolgerung, wenn in Dithmarschen auch der Kümmel dafür angebaut wird. Und das ist ja sehr reizvoll. Das Problem? Keiner kann dem Landwirt Peter Husmann mehr verraten, wie es in diesen Breiten funktioniert mit dem Kümmelanbau und mit der Kümmelernte. Die Herausforderung ist, da gibt es kein Lehrbuch für. Das ist etwas, was hier in Norddeutschland gar nicht gibt. Der Kümmel aus dem Ausland eingeführt. Und die erzählen einem nicht unbedingt freiwillig, wie es geht. Also von Aussaat zu Pflanzenschutz. Selbst jetzt das Dreschen ist hier learning by doing. In Finnland soll der Anbau von Kümmel schon erfolgreich gewesen sein. Das hatte Peter Husmann Mut gemacht. Und so startete er in diesem Frühjahr einen ersten Versuch auf seinem Experimentierfeld. So nennt er seine 1 Hektar große Kümmelanbaufläche. Mit dem besonders anspruchsvollen Sommerkümmel. Jetzt ist also Erntezeit. Es gibt zu viel Unkraut. Das macht dem Dreschwerk nun Probleme. Und der Kümmel ist sehr unterschiedlich gewachsen. Es gibt reife und unreife Pflanzen. Die unreifen machen nun die trockenen, geernteten Samen nass. Und den gesamten Korntank. Mengenmäßig ist das super. Erntemäßig, qualitätsmäßig nicht optimal. Deswegen haben wir auch ganz viele von diesen grünen Körnern, die es ja unheimlich nass macht. Und wenige von diesen braunen, die wir eigentlich haben wollen. Also ich hoffe, dass wir es untergetrocknet kriegen. Ja, ich würde sagen, die Chancen stehen 30-70, dass es was wird. Also 30%, dass es was wird und 70 nicht. Weil der Anteil der grünen Körner ist eigentlich viel zu hoch. Aber ich habe das Bestmögliche versucht. Wenn er es schafft, die Körner runterzutrocknen, kann der Landwirt den Kümmel zur Schnapsbrennerei nach Heide bringen. Damit es den ersten echten Dithmarscher Schnaps mit echtem Dithmarscher Kümmel gibt. Ansonsten landet die Ernte auf dem Misthaufen. Aber so leicht will Peter Husmann nicht aufgeben. Er will so lange probieren, bis es klappt.